Hallo zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge unseres Let's Plays von Foundation mit Modpack. Und ja, an der Stelle mal ganz großes Dankeschön an euch alle, an die ganzen Views, Kommentare. Das ist einfach nur der Hammer und das ist genau das, warum genau dieser Mist hier so viel Spaß macht, wegen euch. Deswegen großes Dankeschön und ja, steigen wir mal direkt ein. Ihr seht, wir hatten ein Kloster-Upgrade. Wir haben gemerkt, dass es platztechnisch dann doch nicht so ganz hinhaut, wie ursprünglich geplant. Deswegen mussten wir hier drüben ein bisschen erweitern. Die Erweiterung ist mittlerweile abgeschlossen. Wir haben jetzt ordentlich Schafsfarmen nachgezogen. Wir haben auch nochmal zwei Stück an Rinderfarmen nachgezogen. Ich überlege noch, das hier sieht zwar schön aus, aber ich überlege noch, die beiden hier auszuklammern und auch noch hier rüber zu transferieren, dass wir diesen kompletten Bereich hier drüben haben. Und wirklich hier eher so den, ja, ich würde fast sagen, Wohnbereich machen. Ich meine, hier die Kräuterbude macht einen Grund. Sieht ganz nice aus, ne? Ja, den Misthaufen oder den Mistsammler, den könnten wir theoretisch gesehen nochmal ausklammern, dass das hier nicht so einen negativen Malus gibt. Ich würde noch so ein bisschen überlegen, vielleicht die Kaninchenhügel hier irgendwie aussehen. Ich weiß nicht, ich würde mal überlegen. Bin mir noch nicht so ganz sicher. Wir könnten dann hier vielleicht ein paar Klosterzellen hinstellen oder vielleicht nochmal, wenn wir das hier alles frei haben, sogar nochmal ein separates Gebäude. Weil, ich finde ganz ehrlich, das ist eigentlich richtig schön geworden hier, oder? Das ist echt richtig schön geworden. Das hier ist ein bisschen Dorn im Auge. Ja. Auch wenn es aber schön ist, dass hier Schafe rumrennen. Also es hat irgendwie was, weiß ich nicht, Beruhigendes, wenn ihr versteht, was ich meine. Genau. So viel mal zum Upgrade hier drüben. Die Holzbrücke war ja zwingend notwendig, weil wir irgendwie Steinbrücke nicht so ganz hingekriegt haben von der Größe her. Aber das sieht eigentlich ganz nice aus, ne? Ganz im Tor abgeschlossen, keiner darf den Mönchen zu nahe kommen. Wir haben hier drüben das Wohngebiet noch ein bisschen erweitert. Ich habe das hier unten mal so gemacht, dass wir hier den Eingang zur Mönchserweiterung ja nicht komplett blockieren. Da bin ich mal gespannt, wie es hier unten ausschauen wird mit dem Siedeln. Ich meine, es kommen ja schon mehr dazu. Also von daher ist das schon mal gar nicht so schlecht. So, lasst mich mal ganz kurz hier Bergarbeiter. Oder noch Markthändler. Arbeiter exportieren vom Marmor. Aber hier niemand, der arbeitet, ist. Egal. Heubauer, Heuwiese. Passt. Moment. Heuwiese? Wir hatten doch. Hatten wir den hier? Ich dachte, den hätten wir eigentlich zugewiesen. Wir hatten doch hier drüben die Heuwiese weggemacht. Ah, interessant. Naja, wir sollten auf jeden Fall mal das Feld für hier drüben noch malen. Oh, Moment, das war, glaube ich, jetzt das Falsche. Haha. So, für dich. So, gleichmäßig, jein. Gleichmäßig ist immer relativ, ne? Okay. Das ist auf jeden Fall schon mal gut, dass das dann so passt. Markthändler, Heubauer können wir aktuell niemandem mehr zuweisen. Vieharbeiter, Melkstall für Rinder. Zeige ich euch gleich. Machen wir erstmal hier kurz, ganz kurz weiter. Hier drüben entsteht hoffentlich unsere Geldproblemlösung. Hier wird ein neues Herrenhaus gebaut, das wir dann wirklich in der Größenordnung erstmal direkt auf Steuereintreiber ausrichten. Ich hoffe zumindest, dass das unserem finanziellen Problem ein bisschen weiterhelfen wird. Ich hoffe es inständig. Der Holzfäller hier drüben darf mal anfangen, hier alles abzuholzen oder zumindest größtenteils abzuholzen. Hier drüben, direkt um Chickleston drumherum, habe ich schon mal ein kleines Wohngebiet eingezeichnet. Da müssen wir mal schauen. Ich möchte eigentlich hier, beziehungsweise hier vorne, nochmal eine größere Flachsfarm einrichten. Chickleston, wenn wir mal schauen, wir produzieren eigentlich aktuell genügend. Deswegen lassen wir das erstmal so stehen. Das ist echt brutal. Ich weiß gar nicht, wie wir so viel produzieren können. Also von heute auf morgen war das auf einmal so viel. Müssen wir schauen. Fisch geht ganz schön zur Neige. Dann müssen wir mal schauen, wie wir da ein bisschen gegensteuern können. Brot ist genauso ein Thema. Ist auch ein bisschen runtergegangen. Gemüse sieht noch gut aus. Pilze ist relativ krass. Bin ich ganz ehrlich. Und die können wir auch so an die normalen Bürger verkaufen. Also es ist eigentlich mal gar nicht so blöd, gell? Die Frage, warum wir hier keine Sachen haben, ist, weil wir hier noch keine Markthändler haben. Gut, das müssen wir ändern, ne?
Genau, so viel zum Bereich Chickleston. Hier drüben entsteht praktisch gesehen Farmington Version 2.0. Drei Weizenfarmen sollen hier jetzt erstmal entstehen, so dass wir diese Weizenfarm hier, wie wir es ursprünglich geplant haben, hier ausklammern können. Die Angestellten werden dann auch hier runter verschifft. Wir haben dann statt einer Weizenfarm drei Weizenfarmen plus den Weizenimport. Mal schauen, ob das reicht oder wie wir das hier unten alles vollkriegen. Deswegen dachte ich mir, drei reichen erstmal. Einmal hier unten, einmal hier vorne und einmal hier für den Teil. Den Rest lassen wir mal offen. Müssen wir mal schauen. Könnte man noch was hinbauen. So, hier sind zwei Fetcher, die mehr Heu produzieren. Müssen wir mal schauen, dass wir vielleicht das Gebiet hier noch mit dazu kriegen, weil das ist so ein bisschen platztechnisch so ja, grenzwertig. Und das, was ihr hier seht, beziehungsweise hier drüben habt ihr auch schon gesehen, die beiden Heubauern, die diesen kompletten Bereich hier bevölkern. Hier oben haben wir eine unterstützenden oder eine doppelt unterstützte Schafsfarm mit dem ersten Supergebäude, würde ich an der Stelle erstmal sagen. Moment, wo ist es denn hier? Genau, hier verbessertes Futter multipliziert die Produktion mit 2. Und ihr seht, Wollproduktion, da wird aber jetzt auch noch die Wollproduktion von den Mönchen mit eingerechnet. Das ist schon eigentlich ganz ordentlich, oder? Das ist schon eigentlich ziemlich respektabel. Da bin ich mal gespannt, wenn wir hier noch mehr Wissen über Tiere zusammen haben, dass wir das hier auch noch mal hinpacken können. Also, da steht zwar, wenn wir hier drauf gehen, so, maximal 1 pro Gebäude. Aber wie ihr hier seht, also wenn wir das hier als Dings bauen, zählt das für alles. Also ich habe das hier, ich habe hier einen Punkt gesetzt für Schafsfarmen, habe hier die zwei Schafsfarmen gebaut, dann hier unten die drei Schafscheranlagen und daraus ist das dann ja resultiert. Oh, wir haben hier noch nicht zugewiesen, sehe ich gerade. Deswegen haben wir auch hier einen Diebstahl. Machen wir das mal schnell. Zack, 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 zack. Zack. Ich glaube, die können wir eh ausklammern. So. Machen wir das, dann sollten wir das Problem erstmal gelöst haben. Deswegen, da bin ich jetzt eigentlich richtig scharf drauf, dass wir halt hier wirklich, weil das ist ja hier ein Gebäude, ne? Diese ganze Schweinefarm hier, falls wir mal schauen, genau. Die zählt ja hier als ein Gebäude. Das bedeutet, wenn wir dann hier das Upgrade bauen, kriegen wir für die komplette Schweineproduktion eine doppelte Produktion. Also, ihr seht ja hier Wissen über Tiere. Also, eigentlich bräuchten wir, bin ich ganz ehrlich, das ist ja so ein bisschen ein Thema, ne? Ich bin ja gerade so ein bisschen dazu geneigt, vielleicht Kenntnisse in Mathematik und alles andere mal hinten umzustellen in unserem Kloster. Es wäre auf jeden Fall so ein Gedanke. Müssen wir mal drüber nachdenken. Es brennt. Wo brennt's denn? Also entweder hat es hier gebrannt oder es hat hier gebrannt. Und hier haben wir wohl auch immer noch ein Problem mit Diebstahl, oder? Kann das sein? Hoffen wir mal nicht. Das hier hinten ist eigentlich ein ganz schöner Bereich. Da bin ich noch mal überlegen, wie wir da mit dem Thema hier umgehen. Das haben wir hier eigentlich mal spaßhalber gebaut gehabt. Um einfach mal so ein bisschen für mehr Sicherheit zu sorgen. Aber irgendwie ist es eigentlich ganz ideal, weil der Umkreis, den das Ding hier hat, ist ziemlich respektabel. Und unsere Holzproduktion hier, die so ein bisschen zwischen der oder in der ja, ganz normalen Wohnung, in der ganz normalen Siedlung drinsteckt, möchte ich irgendwie jetzt erstmal nicht missen. Ich bin auch froh, dass wir mittlerweile knapp 12 Minuten Aufnahme geschafft haben ohne einen Absturz. Ich hatte nämlich schon wieder mit mehreren Abstürzen zu kämpfen. Hab jetzt auch nochmal Grafikeinstellungen im Spiel runtergedreht. Ich hoffe, es ist für euch noch einigermaßen hübsch. Ich sehe es schon langsam ein bisschen. Liegt halt wirklich dran, die Mods machen dem Spiel echt ein bisschen zu schaffen. Also man merkt das wirklich ganz deutlich. Da ist die Vanilla-Version des Spiels wesentlich entspannter, dass man hier wirklich auch größer bauen kann, ohne irgendwelche Probleme. So, ich hoffe mal, dass die hier oben noch ein bisschen schneller Holz abbauen, sodass wir hier eine größere Schaffläche bekommen. Genau. Und hier drüben entsteht unsere umgesiedelte Rinderfarm. Die können wir mal beschleunigen.
Dann werden wir nämlich die komplette Rinderfarm hier rüber verlegen, genauso wie wir die Weizenfarm hier rüber verlegen können. Und, oh, das kann man ja in dem Fall auch mal wegmachen. Ja, und dann, wenn wir das gemacht haben, können wir unser Wohngebiet oder zumindest einen gewissen Teil hier unten auch noch schön erweitern. Das ist, ja, da freue ich mich jetzt schon drauf. So, dass ihr hier nicht so planlos in der Gegend rumeiert. Könnt ihr eigentlich nur noch den Rest hier abbauen und abholzen und euch dann langsam verzwiebeln. So, 54 minus. Das müssen wir endlich mal hinkriegen, ne? Konstruktion minus 1 Unterhalt. Also die Unterhaltskosten und die Territorien, vor allem der Unterhalt, der frisst uns hier richtig auf. Wäre eigentlich ganz nice, wenn wir es irgendwie schaffen würden, hier den Unterhalt mal so ein bisschen zu reduzieren. Weiß ehrlich gesagt auch nur gerade nicht so ganz genau wie. Lass uns in der Zwischenzeit mal schauen, ob wir denn irgendwelche Bürger haben, die super unzufrieden sind. Also unseren Mönchen geht es langsam besser. Das ist schon mal ein positives Zeichen. Die werden langsam glücklicher. Mein Gott, wir haben 200 Fleisch. Lagern wir eigentlich aktuell noch irgendwo Fleisch zwischen? So, lass uns mal hier Fleisch zwischenlagern, weil Brot ist ja sowieso ein bisschen Mangelware. Aktuell. So, müssen wir mal schauen. Was haben wir denn hier noch zwischengelagert? Fisch, Beeren. Karkassen haben wir fast 400, ne? Können wir auch nochmal zwischenlagern. Ansonsten, ja, Karnickel können wir eigentlich auch nochmal zwischenlagern. Ich glaube, was wir vielleicht mal machen sollten, wir sollten vielleicht mal so ein bisschen die Lagerhaltung hier hinten bei unseren Mönchen etwas erhöhen. Was haben wir denn hier aktuell zwischengelagert? Hier Kaninchen, Pilze, Kräuter, Kerzen. Wo sind denn unsere Kerzen? Wir haben nur ein bisschen Wachs, okay. So. Wer sehen kann, ist klar im Vorteil. Wo sind denn hier jetzt die Kerzen hin? Bin ich denn blind? Wahrscheinlich ärgere ich mich im Nachhinein, weil ich schon 10-mal da. Kerzen, 120, das ist okay. Sollte man hier eigentlich vielleicht auch mal zwischengelagert bekommen. Pergament, ja. Ich denke, da sollten wir noch mal ein bisschen aufstocken, oder? Ne, hier runter wollte ich eigentlich nicht. Genau, Getreidespeicher. Und Lagerhaus. Ist schön, weil das nämlich hier unten an der Stelle nie auffällt. So, dann lagern wir hier nämlich nochmal mehr Karnickel ein. Und können wir einfach nochmal Pilze einlagern, oder? Je mehr, desto besser. So, und hier unten lass uns einfach mal wirklich nochmal Wolle zwischenlagern. Wir könnten hier anfangen, Wachs zwischenzulagern. Einfach, weil wir es können. Vor allem auch nochmal Pergament. Check. Und jetzt bin ich gerade ein bisschen am Überlegen. Stellen die hier eigentlich auch Milch her? Oder was stellen die eigentlich nochmal ganz genau her? Kleidermacher. Wo ist es denn? Bin ich jetzt blöd? Wo ist denn der Vieh? Ja, lass uns doch mal kurz gucken. Viehhof. Wo ist er denn? Schafstall. Der produziert. Die produzieren ja wirklich auch Milch. Also. Milch können wir jetzt hier nicht zwischenlagern. Das ist natürlich super ärgerlich. Was nehmen wir denn sonst? Ach, dann lass uns einfach nochmal Wolle zwischenlagern. Ist schon in Ordnung. Wir könnten mal an der Milchproduktion hier drüben. Einfach mal kurz schauen. Aber hier lagern wir ja nur Holz und Heu. Das ist hier so ein bisschen suboptimal, Holz und Heu hier zwischen zu lagern. Wenn ich mal ganz ehrlich sind. Ich denke mal, wir sollten hier vielleicht nochmal ein neues Zwischenlager errichten, oder? Gerade auf diesem Fleck hier in der Mitte wäre das vielleicht eine ganz, ganz gute Idee. Hoppala. Wenn wir hier Getreidespeicher. Und dann machen wir hier noch ein Lagerhaus draus. Sollte eigentlich sogar fast reichen. So, 10 Träger. Da können wir auf jeden Fall wieder ein paar neue Arbeiter einbauen. Das ist mal gar nicht so schlecht. So, jetzt lasst uns mal hier zwischenlagern. Lasst uns mal hier Milch zwischenlagern, weil Milch haben wir hier eine ganze Menge.
So, dann lagern wir auf der anderen Seite, lagern wir hier noch die Karkassen ein. So, dann machen wir hier nochmal eine Zwischenlagerung mit Karkasse und Milch. Einfach mal so ein bisschen aufgesplittet. Und das gleiche machen wir. Hätten wir es auch anders lösen können, aber. Naja. Es ist wie es ist, ne? So, und dann haben wir hier unten nochmal und lassen wir uns hier nochmal Wolle einlagern. Mal doppelte Wolle. Und dann werden wir hier drüben noch Stroh einlagern. Weil ich jetzt gerade am Überlegen bin, hierfür brauchen wir eigentlich Heu, ne? Eine Heuproduktion haben wir. Seht ihr? Da ist mir gerade was aufgefallen. Wir haben nämlich hier drüben ja die Heuproduktion abgerissen. Ne, das war jetzt eigentlich so ein bisschen richtig schön dämlich. So, jetzt kaufen wir das dazu. Ist jetzt nicht die allerintelligenteste Idee gewesen, vielleicht, ne? Lässt sich jetzt drüber streiten. Aber der Rinderfarm. Check. Markieren wir erstmal hier zwecks Abbau. Machen wir einmal groß. Zack. Einmal durch. Und Rinderfarm. Wir brauchen eine Heuwiese. Und zwar eine relativ große Heuwiese. Da bräuchten wir vielleicht sogar fast. Ich hab doch, aber das ist doch hier eine. Das ist doch hier eine Heuwiese, ne? Ich blöd. Ich hab doch hier Heubauern hingestellt. Was mache ich denn eigentlich? Ja, irgendwie ein bisschen blöd heute, ne? Der eine oder andere würde jetzt sagen, was ist bloß heute? Ne? Danke fürs Gespräch. So. Lassen wir das mal weiterlaufen. Wo war denn jetzt schon wieder der Diebstahl? Okay. Wieso haben wir hier eigentlich immer noch mit Diebstahl zu kämpfen? Das erschließt sich mir nicht. Manchmal nervt die Sicherheitsmod wirklich. Kann ich nicht anders sagen. Manchmal nervt es einfach nur unglaublich. So, du bist der Polizist, okay. Dann geh mal Polizeitätigkeiten. Mach einfach was. Ich meine, wir haben 91% Zufriedenheit, also ich kann mich aktuell echt nicht beschweren. Ich meine, wir können schon wieder befördern in der Theorie, aber ich möchte noch ein bisschen warten. Ich möchte einfach noch ein paar Sachen ein bisschen besser organisiert kriegen, bevor wir hier nochmal eine Runde befördern. Das Krasse ist auch, wir haben extrem viele Äpfel. Wir haben wirklich extrem viele Äpfel. Ihr seht das hier. Ja, lasst uns vielleicht einfach mal. Papier müssen wir auch noch mal ein bisschen erweitern. So, machen wir das noch ein bisschen schöner. Ist nicht super gerade. Muss es auch nicht sein. So, einfach nur so ein bisschen was drum machen, damit es einfach ein bisschen schöner aussieht. Passt doch schon. Aber, sag mal ganz ehrlich, unsere Apfelplantage, das Ding, das rennt aber auch wie Hölle, ne? Also wenn ich jetzt hier überlege, dass wir hier vielleicht irgendwo noch die Produktion verdoppeln könnten. Ich bin ja echt mal gespannt, wie sich das in gewissen Bereichen verhält. Also, ich tendiere ja so ein bisschen dazu, also wenn wir das hier wirklich hier drüben machen, weil das ist ja hier ein...
Das ist ja hier ein riesengroßer Pulk, den wir hier gebaut haben. Also theoretisch, wenn wir drüben diese Upgrades machen, oder dieses Upgrade hier machen, was wir ja bald können, wird das ordentlich. So, das hier müssen wir auf jeden Fall langsam mal... Das müssen wir mal fertig kriegen, weil ihr seht es ja schon, wir haben ja so ein bisschen schon Probleme in der Richtung. Da fällt mir gerade so ein, wir haben hier einen Brunnen. Ja. Das passt schon. So, wer ist hier sauer? Ein Mönch. Was fehlt hier denn? Klösterlicher Gottesdienst. Ich meine, ihr habt doch eigentlich alle klösterlichen Gottesdienst, oder? Ich meine, 0 von 40, 2 Lektoren? Sollte ja eigentlich meinen, dass das ausreichend ist, aber... Es gibt wohl immer noch einen Mangel an klösterlichem Gottesdienst. Vielleicht sollten wir hier nochmal ein zusätzliches kleines Gebäude hinstellen. Oder eine Erweiterung. Ja, das sieht aber dann irgendwie auch doof aus. Müssen wir hier dann wahrscheinlich trotzdem nochmal ein neues Gebäude bauen. Aber ich glaube, ja, hier müssen wir dann zwingend... Ja, da müssen wir dann zwingend eine Abtei bauen. Finde ich ja dann auch ungeil. Also bleibt uns vielleicht echt langsam nichts anderes übrig, als hier ein bisschen auszulagern. Eieieiei. Klösterlicher Gottesdienst. Oder wir bauen einfach einen klösterlichen Turm... Können wir hier einen Turm hinbauen? Überlegen, wenn wir hier einen Turm hinbauen, der stört doch hier, glaube ich, keinen. Zack. Oder? Wenn wir den hier hinstellen. Ich glaube, hier wäre besser. Mal die Frage, kommt da auch jemand so rein? Ich denke. So, dann machen wir das einfach so. Wir bauen jetzt hier einen Turm hin und hoffen mal, dass wir da vielleicht nochmal klösterlichen Gottesdienst eingebaut kriegen. Ich hoffe es zumindest. Wäre ganz nice. Was ich auch cool finden würde, ist, wenn wir hier Klosterkleidung irgendwie... Die Mönche haben ja keinen separaten Lagerplatz, sehe ich irgendwie. Da ist ja kein separates Lager in irgendeiner Form, wo wir sagen könnten, oh ja, also hier packen wir mal ein bisschen was rein. Ne? Die haben da nichts in der Richtung. Das... Wirklich ein bisschen schade. Naja, das können wir dann nicht ändern, ne? So, was haben wir hier? Das 3.19. So, könnt ihr mal ein bisschen. Wobei, lassen wir vielleicht ein bisschen langsamer laufen. Nicht, dass es zu schnell ist. Es wurde festgestellt, dass der Gildenmeister einer örtlichen Bäckerei viele seiner Arbeiter misshandelt hatte. Wir haben den Narren bestraft, aber der Schaden ist angerichtet. Die Moral ist niedrig und es wird uns schwerfallen, Talentierte auszubilden, für diesen Beruf zu gewinnen. Okay. Wir hatten nur einen einzigen Bäcker. Und der war gleich ein Folterknecht. Na, ist ja Herz allerliebst, ne? Haben wir denn hier noch Platz bei den Mönchen? Ja, die sind ja hier irgendwie alle, die sind ja alle beschäftigt, ne? Ja, zwei Mönche... Zwei Mönche tun keinem weh. So, vier Arbeiter. Müllsammler. Markthändler, Markthändler, Markthändler. Check. So, und der Rest hier. Den. Bin hier schon wieder Rohmaterialien. Ja, irgendwie glaube ich es nicht so ganz. Können wir das hier nämlich langsam mal umbauen. Ich möchte es aber eigentlich erst umbauen, wenn das hier komplett fertig ist, weil dann ist es 1:1 genau die gleiche Menge an Gebäuden. Dorfbewohner wurde zu Gesetzlosem. Ja, und wird versuchen, unverteidigte Ressourcen zu stehlen. Erhöhen Sie Sicherheit und Beschäftigung, um zu verhindern, dass Dorfbewohner... Ist ja eine Frechheit.
Okay, der Dorfbewohner hier ist wohl ein Gesetzloser geworden. Weil hier war vorhin noch ein Angestellter dran. Gottesdienstmangel. Du kannst die hier doch überall... Verstehe ich nicht. Ich sag's euch, ich verstehe es echt manchmal nicht. Sie haben doch alles vor der Nase. Warum nutzen sie es nicht? Wobei, hier wäre ich eher vorsichtig, weil wenn wir hier Weizen anbauen wollen, okay, es sind aber eine Menge Dorfbewohner, die jetzt gerade zu Gesetzlosen werden. Haben wir wirklich noch so viele, die sauer sind? Okay. Sind aber hoffentlich hier keine Mönche, oder? Die sind eigentlich super happy. Ja, ist jetzt ein bisschen schade, ne? Also ich bin ja auch ein bisschen traurig, was das angeht. Aber manche Sachen kann man ja einfach nicht ändern, ne? Genau, das wollte ich gucken. Wissen über Tiere und Wissen über Pflanzen. Wissen über Pflanzen, genau. Das brauchen wir dann... Lassen wir das mal hoch. Das brauchen wir dann hier. Was kostet uns denn hier diese zusätzliche Erweiterung? Ein zusätzliches Feld kann mit einer Funktion belegt werden oder hier verbesserte Werkzeuge. 35. Und wir können maximal 2 pro Gebäude bauen. Die Frage ist, können wir auch das hier bauen? Weil das wäre natürlich geil, ne? Produktion mal 2, Produktion mal 4. Aber für den ganzen Teil hier, das wäre natürlich saucool. Könnten wir einfach noch so mit hier reinbauen. Machen wir jetzt 35. Vielleicht, die Frage ist Kenntnisse der Alchemie. Wo haben wir Kenntnisse der Alchemie? Das haben wir wahrscheinlich eher bei anderen Produktionsgebäuden. Wenn wir jetzt hier reingucken, das müsste hier eigentlich, glaube ich, Mathematik sein. Genau, das sind dann Kenntnisse der Mathematik. Dafür brauchen wir ein bisschen mehr. Und Alchemie? Da müssen wir jetzt echt mal schauen. Aber Kenntnisse der Alchemie. Das hier ist wahrscheinlich wieder Tiere. Wenn hier irgendwas ist. Genau. Und das hier unten ist Pflanzen. Das ist klar, das macht Sinn. Hier ist wird hier auch. Ha. Wo sind Kenntnisse der Alchemie? Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Hier unten haben wir es definitiv nicht. Ist das vielleicht Lederproduktion? Oh ja. Kerzenproduktion. Und wahrscheinlich auch hier bei der Gerberei, schätze ich mal. Genau. Okay. Naja, Kenntnisse der Tiere und alles, das wäre jetzt natürlich erstmal ein bisschen von Vorteil. Hm. Lassen wir das mal so weiterlaufen. Dass wir immer noch 26 minus sind, da könnte ich immer noch ein bisschen im Quadrat speien. So, den Abbau. Kennst du mal an der Stelle? So. Stimmt, wir haben immer noch 5 Arbeitslose. Fällt mir gerade so auf. Ja, der erste Bauernhof ist fertig. Das heißt, wir können da oben endlich abreißen. Das ist sehr gut. Das da hinten nähert sich auch so langsam. Dann können wir jetzt erstmal hier die Träger zuweisen. So, check, passt. So. Haben wir euch mal umgezogen. Und jetzt muss ich euch hier noch ein Feld zuweisen. So, ich denke mal.
Das ist hier noch ein bisschen akkurater. So, lassen wir das erstmal. Passt das erstmal. Und wenn die hier drüben fertig sind, können wir das direkt abreißen. Sehr geil. Sehr, 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 sehr geil. Wie sieht es mit dem restlichen Thema Nahrung aus? Wo sind unsere Fische? 99, ja, 300. Boah, ja, gut. Bisschen wenig. Könnten also theoretisch gesehen hier nochmal Fisch nachlegen. Aber wir haben auch relativ viel Milch. Ja? Butter wäre auch noch eine Option zusätzlich. Ah. Tja, nahrungstechnisch haben wir da schon die ein oder andere Option. Wartet mal ganz kurz. Käserei, ja, wäre auch noch eine Option. Fischerhütte, hier. Ein bisschen auseinandergezogen, ganz leicht. So, haben wir natürlich wieder kein Geld für. Das muss man natürlich noch nachoptimieren. Seid rum. Passt schon. So, die arbeiten hier fröhlich. Hier ist noch ein Fertigstellen. Simkin, du bist doch eigentlich auch schon hier drüben angestellt, oder? Ja, der ist auch schon da drüben angestellt. Das heißt, der muss noch hier fertigstellen. Und dann war es das. Die hier drüben sind schon fröhlich am Arbeiten. In der Zukunft oder in der Zwischenzeit mal schauen, was der hier möchte. 5 Brot. Ja, kriegen wir hin. Auf jeden Fall mal für ein kleines bisschen Geld. Für Geld machen wir doch alles. So, jetzt fehlt uns eigentlich bloß noch der Simkin. Der jetzt aufgehört hat. Das kostet erheblichen Einfluss. Das ist mir eigentlich egal. Haben wir eh alles freigeschaltet. So, perfekt. Dann sind wir wieder im Plus. So lobe ich mir das. Dann können wir gleich so dekadent sein und unsere Fischproduktion hier auf den nächsten Stand anheben. So, bei wem ist der Weg blockiert? Ja, irgendjemand kann immer noch eine Constableburg nicht erreichen, aber das kann ich jetzt auch nicht ändern. So, Wolle haben wir echt genug. Das ist sehr, sehr nice. Wäre auch fast so eine Option zu sagen, okay, wir müssen nicht mal mehr so viel in Flachs investieren. Aber wir können es einfach mal so lassen. Ich denke mal, das ist jetzt stressfrei. Wo brennt es? Naja. Irgendwo hat es wohl ganz kurz gebrannt. Ist jetzt auch nicht mehr so wirklich wichtig. Haben wir das hier schon? Ne, genau. Das müssen wir eigentlich nochmal schnell organisieren. Zack. 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 Ja. War mir klar, dass sie hier dann zum Klauen hinkommen. Das müssen wir dann hier mal ganz kurz machen. Hoffentlich wird das hier bald fertig gebaut. Dann hätten wir das auch schon erledigt. Und dann lass mal schauen. Das ist auch schon fertig. Dann machen wir doch mal die. Wir machen erstmal die Träger und die Sammler zu Ende und die Markthändler. Bevor wir das hier machen. Aber wir können hier auf jeden Fall schon mal das Feld einzeichnen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier drüben auch. Vielleicht, also bei dem hier können wir ja hier drüben auch noch rangehen. Das heißt, ich würde hier vielleicht eher sagen, dass wir das Feld in die Richtung erweitern. Ich denke mal, das ist eine ganz gute Idee. Das hier können wir dann auch noch im Nachgang hinzunehmen. Passt das eigentlich auch ideal. Heuproduktion hängt noch ein bisschen. Da müssen wir vielleicht auch mal ein bisschen verdoppeln in der Richtung. So, das baut alles. Das soll alles erstmal weiterbauen. Hier hinten müssen wir nochmal ein bisschen schauen. Also hier haben wir wirklich noch so ein paar kleine Probleme, was das Thema Diebstahl angeht.
Da weiß ich nicht, ob das hier alleine reicht. Ich befürchte fast, dass wir hier wohl noch einen zweiten Sicherheitsturm benötigen. Und da wäre jetzt vielleicht fast sogar die Überlegung zu sagen, dass wir statt dem kleinen Freundchen hier, gehen wir hier drauf, Sicherheit, vielleicht einfach hier hinten, eine Constable-Burg hinzimmern. Für genau diesen Umkreis hier. So, zack. Wir sind im Plus. 91% Zufriedenheit. Die Stadt wächst, gedeiht und erweitert sich. Ah, sehr schön. So, wartet mal. Hier, Steuerbüro. 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 Und Steuerbüro. Und das Hauptgebäude ist noch nicht mal fertig. Aber hieraus machen wir unsere kleine Steueroase. Und das Ganze im Hintergrund damit, das sieht ganz nice aus. Hätte ich gesagt. Sieht ganz nice aus. So. Das hier ist auch fertig. Dann lasst uns mal die nächste Farm hier einzeichnen. So, jetzt haben wir das erstmal soweit eingezeichnet. Und was wir jetzt noch machen können, wenn wir hier ganz cool drauf sind, mal vielleicht so rumbauen, das ist ja eigentlich egal. Können wir mal schauen. Hier noch so ein zusätzliches kleines Wohngebiet mit reinpacken. Ist eigentlich mal gar keine so komplett blöde Idee. So. Kommen wir noch ein bisschen zur Abdeckung. Das gleiche machen wir hier auch noch hin. Und da haben wir einen Brunnen, da haben wir auch einen Brunnen, das passt. Das hier ist also fast fertig. So, jetzt warten wir mal ganz kurz. Das sollten wir eigentlich noch hinkriegen in dieser Folge. Na komm schon, au. Perfekt, es ist fertig. So, dann lass uns mal das hier alles aufrufen. So, die suchen sich jetzt sicher hier drüben gleich was anderes zum Arbeiten. So, jetzt haben wir wahrscheinlich hier gerade mit den neuen Bürgern, die noch dazugekommen sind, ein bisschen Scheiße gebaut. Glaube ich fast. Weil das eigentlich ganz gut aussieht. So, wir brauchen noch ein paar zusätzliche Bauern. Die haben wir doch hier aber eigentlich schon zugewiesen gehabt. Hallo? Warum wollt ihr denn da hinten nicht arbeiten? Ja, manche hatten wohl irgendwie keine Lust.
So. Glorgian und Glorgian. So, wir reißen das einfach eiskalt ab. Thema erledigt. Fertig aus. Alles darüber. So, hat ihr einen Job? Sieht so aus. Und dann könnten wir an dieser Stelle eine Erweiterung unseres bisherigen Wohngebiets vornehmen. So, und den Part hier zwischendrin, den lassen wir uns offen. So, wenn jetzt nochmal jemand sagt, das hat hier Gehäusemangel, dann halte ich euch offiziell für bekloppt. Arbeiter exportieren. So, keinen Job oder was? Könnte keinen Arbeitsplatz mit passender Aufgabe finden. Dann werden wir dich jetzt offiziell einfach zu einem Fischer umfunktionieren. So, wartet mal ab. Oder ist das Ding hier fertig? Nee, das Ding ist noch nicht fertig. Wir machen dich jetzt einfach zu einem Bauern. So. Mahi, du bist jetzt offiziell Bauer. Hier arbeiten. Zack, keine Arbeitslosen, zack, 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 Thema erledigt, Punkt, Schluss, aus, Ende. Alle glücklich. Lustig ist jetzt, dass jetzt wieder ein Haufen Dorfbewohner zu Gesetzlosen geworden sind. Das finde ich irgendwie wieder interessant. Sind wir mal gespannt, wo das passiert. Aber ich bin erstmal froh, dass das Spiel nicht abgestürzt ist, dass alles soweit läuft. Ihr seht, wir sind wieder im Plus. Das läuft also ein bisschen besser. Wir haben jetzt den Vorteil dadurch, dass wir die Stände nicht mehr verbessern müssen. Haben wir jetzt keine Wehwehchen damit, aus diesen Aufträgen, naja, einfach zu sagen, wir nehmen einfach das Geld und der Rest ist uns erstmal egal. Das finde ich ganz gut. Den Rest können wir erstmal getrost ignorieren und beim nächsten Mal bauen wir dann schön weiter in unserer Stadt und hoffen, dass wir im Plus bleiben und also alle unsere Probleme lösen können. So, hast noch verhaspelt zum Schluss. Leute, ich sag danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, Abo und Like da lassen. Gerne noch einen Kommentar da lassen und beim nächsten Mal wieder mit einschalten, ne? Bis dahin, macht's gut.